Das ist Familie Pernitzky. Seit ein paar Monaten sind sie zu dritt und haben jetzt ein Problem. Ein neues Auto soll her. Verbrenner oder E-Mobil? Die Pernitzkys tun sich da schwer. Ah, können wir uns die mal anschauen? Also wie man den auflädt? Unsere Regierung möchte, dass wir E-Autos kaufen. Aber gibt es überhaupt genug Ladesäulen? Oder legt man sich besser selbst eine Ladestation zu? Wir suchen nach einer Wallbox für die Tiefgarage. Können Sie mir sagen, wie groß denn da so der Aufwand ist, ganz grob? Und sollten wir nicht eigentlich alle Strom sparen? Schon jetzt warnen Ingenieure, dass der Strom nicht für alle reichen könnte. Wenn ich jetzt stark auf Elektromobilität setze, kommt noch mehr Stromverbrauch hinzu. Das heißt, wir müssen noch einen größeren Stromverbrauch decken. Wovon, wenn der Wind nicht weht? Ohne Kohle und Atomstrom. Was haben wir denn Kilometer? Also 2000 im Monat? 1500. Wir haben die Pernitzkys über Monate beim Autokauf begleitet. Uns auf eine lange Reise gemacht und Antworten gesucht auf die Fragen der Familie. Und all diese Fragen fließen in den Autokauf mit ein heutzutage. Das ist eigentlich unglaublich. Ja, also wir suchen halt auf jeden Fall, jetzt fehlen mir die Worte ein bisschen, aber das machen wir schon. Dann mache ich das. Okay. Ein Familienfahrzeug suchen Sie. Genau, also wir haben aktuell den Smart und hatten davor noch einen Geschäftswagen, den wir jetzt aber im Zuge meiner Elternzeit abgegeben haben und brauchen jetzt einfach wieder ein Auto, in das wir einfach alle reinpassen, wo wir vor allen Dingen auch den Kinderwagen reinbekommen. Und ja, einfach ein schönes Familienauto, sag ich mal, für uns. Ja. Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht? Soll das ein rein elektrisches Fahrzeug sein? Soll es ein Benziner sein? Grundsätzlich sind wir, glaube ich, erstmal ganz offen, ne? Also ja, ob Diesel, Benziner oder eben Elektro. Irgendwie wollen wir halt einfach, dass es preislich halt im Rahmen ist. Und noch ein wichtiges Kriterium wäre natürlich für uns, dass wir noch den Kinderwagen in den Kofferraum bekommen. Das testen wir natürlich vor Ort hier. Radek, Sohn Leo und Shirin, die Pernitzkys. Eine Familie aus dem Stuttgarter Umland. Ah, okay. Vorsicht, Schatz, bitte aus dem Weg. Einfach mal drauf drücken, genau. Schatz, bitte aus dem Weg, bitte. Das ist schwer. Die beiden sorgen sich um die Größe des Kofferraums und ahnen nicht, welche Fragen beim Autokauf noch auf sie warten. Vom Kofferraum her zu knapp. Also tatsächlich wird es ziemlich eng hier. Geht so. Denn die Zeiten für Familien auf Autosuche haben sich geändert. Gut voll. Vor 10 Jahren dann war das relativ einfach. Wenn einer kommt, der hat gesagt 25.000 Kilometer, dann hat er einen Diesel gekauft. Und der, der gesagt hat, ich fahre 10.000 Kilometer, dann hat einen Benziner gekauft. Bis 2035 darf man noch Verbrenner kaufen. Also unser Verhältnis ist, dass wir 60% Verbrenner verkaufen und aber schon 40%, wo ein Stecker hat, entweder Plug-in oder rein elektrisches Fahrzeug. Probefahrt. Nicht die erste für die Pernitzkys. Ein SUV der Marke Kia. Benziner. 140 PS. Was ich schön finde an dem ist, dass man. Da kannst du rein. Können wir umdrehen, oder? Ja. Was ich schön fand an dem Auto war, fand ich die Einstiegshöhe. Das war natürlich angenehm, weil der ein bisschen höher ist. Ja. Das finde ich auch mit Kind immer sehr angenehm, wenn man dann auf seiner Höhe ihn reinsetzen kann. Voll laut und geht nichts, ne? Die Probefahrt war nichts. Kofferraum zu klein, Motor zu lahm. Voll elektrisch fahren die Pernitzkys nach Hause. Denn mit Baby und Kinderwagen passen sie nicht in ihren kleinen Smart. Aber warum brauchen die drei überhaupt ein eigenes Auto? Warum brauchen wir jetzt ein Auto? Ich würde sagen, aus Unabhängigkeitsgründen. Wenn man es mal runterbricht, möchte ich halt dann einkaufen gehen, wann ich möchte und wohin ich möchte. Ich möchte meine Freunde sehen,
ich möchte in Sport fahren. Also natürlich könnte man seinen ganzen Alltag nach den Fahrzeiten der Bahn richten, aber ich muss mich in dem Moment natürlich auch darauf verlassen können, dass die Bahn dann fährt. Bevor ich meinen Geschäftswagen hatte, bin ich mit der S-Bahn gefahren und ich würde sagen, an 5 Tagen in der Woche hatte ich ungefähr 5 bis 7 Ausfälle von S-Bahnen. Also ich stand eigentlich jeden Tag irgendwo eine Viertelstunde bis zu einer Stunde einfach so rum, um ins Geschäft zu kommen. Und es ist im Sommer okay, aber im Winter macht es halt nicht so Spaß. Korntal, Münchingen im Nordwesten von Stuttgart. 20.000 Einwohner. Hierhin sind die Pernitzkis vor 1,5 Jahren gezogen, weil sie mehr Platz brauchten und die Mieten in Stuttgart Zentrum selbst für Besserverdienende zu viel kosten. Decken wir mal den Tisch an. Die beiden arbeiten in der Versicherungsbranche. Shirin betreute vor ihrer Elternzeit Großkunden. Shirin sagt, sie sei dem Fortschritt gegenüber aufgeschlossen. Selbst Radeks Schwiegervater fährt schon voll elektrisch. Mein Papa hat ja erzählt, er geht zum Beispiel dann einkaufen und kann dann vorm Einkaufszentrum laden. Das finde ich zum Beispiel super. Weil wenn du dann nachher das Auto, sag ich mal, vorm Edeka, Rewe, wie auch immer abstellen kannst oder vor irgendeinem Drogeriemarkt und es lädt. Ja, ich finde halt, das ist schon cool. Aber das Ding ist halt, das klingt für mich halt so ein bisschen wie ein Werbeslogan, weil du hast halt, ich meine, klar ist es so, aber ich meine, wie viel kannst du laden in der Zeit? Was kostet es? Und was ist, wenn jetzt wirklich alle anfangen, ihre Elektroautos zu kaufen? Weißt du, wie viel Ladestationen hast denn du in so einem Rewe oder Lidl oder irgendwo? 2, 3, 4, 5? Pkw sind laut Zulassungsbehörde in Stuttgart angemeldet. Davon fahren etwa 10.000 elektrisch. Für diese 10.000 E-Autos gibt es nach offiziellen Angaben bisher ganze 1.533 öffentliche Ladesäulen. Das reicht Stuttgart schon für Platz 1 unter den deutschen Städten. Der schleppende Ausbau des Ladenetzes in Deutschland schreckt viele ab. Aber vielleicht wäre ein E-Auto ja trotzdem besser als ein Verbrenner. In Zeiten des Krieges mit unkalkulierbaren Spritpreisen. Also das Argument habe ich auch schon gehört. Aber es ist halt, wenn man schon drüber nachdenkt, dass allein schon der Großteil der Spritkosten ja Steuern sind, ist es ja eh schon Quatsch. Aber es stimmt auch nicht, ja, weil Strom ist genauso nicht kalkulierbar. Vielleicht sogar noch weniger als wie die fossilen Brennstoffe. Auch wenn sie natürlich sehr umstritten sind. Dann stellt sich für mich jetzt schon ganz groß die Frage, ist es denn überhaupt möglich, so groß zu träumen, dass wir alle nur noch elektrisch unterwegs sind? Könnten alle in Stuttgart elektrisch fahren? Jede Steckdose, jede Ladesäule der Stadt hängt an so einem Umspannwerk. Durchs schwere Eisentor rollt an diesem Nachmittag zumindest schon mal ein E-Mobil aufs Gelände. Es steigt aus Dr. Arvid Blume. Der Geschäftsführer der Stuttgart Netze GmbH steht vor gewaltigen Aufgaben und Anlagen aus dem letzten Jahrhundert. Das alles wird später mal wegfallen, genauso wie die Schaltanlage hier auch. Wir haben hier eine luftisolierte Schaltanlage, die ja ins Alter gekommen sind. Das Einzige, was stehen bleiben wird, sind diese Kabelaufführungspodeste. Die werden wir weiterverwenden, aber ansonsten kommt alles neu in diesem Umspannwerk. Wie alt sind die jetzt? 70er Jahre. 70er Jahre. 70 Jahre, also so 40, 45 Jahre. Weiter geht's ins alte Umspannwerk, nach einer Ermahnung an die Fernsehleute. Wenn wir in der Schaltanlage drin sind, hätte ich eine Bitte, nirgends draufdrücken, nirgends anlehnen, immer Abstand von der Schaltanlage. Und wenn irgendwas ist, Kommando, dann einfach raus. Als man diese Anlage baute, hieß der Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und E-Autos waren Science-Fiction. Drinnen knistern 10.000 Volt Starkstrom.
Das ist die Schaltanlage, wo wir die 10.000 Volt ins Netz verteilen. Stuttgart hat irgendwann bei 600.000 Einwohner. Wir versorgen Stuttgart mit 26 Umspannwerken. Dann kriegt man so ein Gefühl dafür, für den größeren Stadtteil ein Umspannwerk. Jede Straße hat irgendwo ein Kabel, das hier endet. Wir reden ja seit Jahren immer von Strom, man muss Energie sparen, Strom sparen. Tatsächlich kennt das Stromnetz nur einen Weg, es hat immer mehr Verbrauch. Es wird immer mehr brauchen und natürlich, je mehr wir an neuen Geräten erfinden und Elektroautos, Wärmepumpen sind alles neue Verbraucher, führt dazu, dass wir im Netz beständig ausbauen müssen und es immer weiter überlegen müssen, wie können wir dem wachsenden Bedarf gerecht werden. Wir investieren heute ungefähr 50 Millionen Euro im Jahr in das Netz. Ja? Also wir drehen schon ein großes Rad, ist auch notwendig. Nichts ist für uns und die Art und Weise, wie wir leben, so wichtig wie der Strom. Wenn das Licht ausgeht, dann geht alles andere kurz danach mit aus. Sie werden hier gewaltig ausbauen müssen. Für Strommengen, von denen noch keiner weiß, woher die kommen sollen. Für Millionen E-Autos, Wärmepumpen und eine klimaneutrale Industrie. Die Leitwarte des Übertragungsnetzbetreibers Amprion bei Köln. Die Ingenieure hier fühlen dem deutschen Stromnetz den Puls mit all seinen Kraftwerken. Dr. Frank Reier, der Direktor hier. In diesem Moment verbraucht das ganze Land 65 Gigawatt Strom, überwiegend grün erzeugt. Wir haben sehr viel Einspeisung aus erneuerbaren Energien, den ungefähr 50 Gigawatt, also einen großen Teil der 65 Gigawatt in Deutschland, haben wir gerade aus erneuerbaren Energien, überwiegend Wind. Wir haben eine windstarke Zeit, bei gleichzeitig wenig Sonne, aber wir haben einen sehr großen Anteil aus erneuerbarer Erzeugung. Bayern und Baden-Württemberg hängen immer noch an den Atomreaktoren Isar 2 und Neckar-Westheim. Denn für mehr Windstrom aus dem Norden fehlen die Leitungen in den Süden. Das Kraftwerk Neckar-Westheim ist praktisch außer Betrieb im Moment. Dort findet gerade eine Arbeit an den Brennelementen statt, wegen des Streckbetriebs. Das ist ja allgemein bekannt. Und wir können uns jetzt nochmal das Kraftwerk Isar 2 angucken in Bayern, wenn wir da nochmal reinfahren. Das sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite. Das ist in vollem Betrieb, hat zusammen ca. 1300 Megawatt gerade in der Einspeisung und ist praktisch voll jetzt gerade in Betrieb. Im April gehen die letzten Kernkraftwerke vom Netz. Aus der Kohle will die Bundesregierung bis 2030 raus. Manche europäische Nachbarn halten die deutsche Energiepolitik für Traumtänzerei. Wenn wir in eine erneuerbare Welt kommen wollen, dann wird 2030 und 2040, dann in den entsprechenden Zieljahren, ein großer Teil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kommen. Wenn wir jetzt einen kalten Februar bekommen, dann kann es sein, dass wir eine ganze Woche lang Windstille haben und es ist vielleicht auch ein bisschen dunkel und wir haben kaum Solarerzeugung. Dann haben wir praktisch kaum Stromerzeugung aus Erneuerbaren in Deutschland. Wenn ich jetzt stark auf Elektromobilität setze, kommt noch mehr Stromverbrauch hinzu. Das heißt, wir müssen noch einen größeren Stromverbrauch decken. Doch wovon an Tagen ohne Wind und Sonne? Was ist der Plan der Bundesregierung und der deutschen Netzbetreiber für diese sogenannten Dunkelflauten? Es wird nicht genauso weitergehen, dass ich jederzeit den Strom beliebig verbrauchen kann, wie wir es heute haben, sondern es wird auch darauf ankommen, dass Menschen sich bereit erklären, ihr Verhalten entsprechend den möglichen Knappheitssituationen anzupassen. Das heißt für die Zukunft, dass es nicht mehr zu jeder Zeit für jeden billigen Strom zu einem Einheitstarif geben wird. Da sind jetzt viele Komponenten drin, da muss ich drüber nachdenken. Ich gehe davon aus, dass es so ist, wie Sie sagen. Gibt es tatsächlich in anderen Ländern schon, in Spanien gibt es das schon. Wo man dann praktisch als Kunde sieht, wie hoch ist jetzt gerade der Strompreis und sich überlegt, schmeiße ich jetzt die Waschmaschine an oder mache ich das 2 Stunden später, weil es dann wieder günstiger ist. Denn in Zeiten ohne Wind und ohne Sonne wird es vielleicht nicht mehr genug Strom für alle geben. Geht es nach dem Bundeswirtschaftsministerium, soll deshalb schon 2025 Schluss sein mit einheitlichen Tarifen. Dann könnte der Strom während der Dunkelflauten so viel Geld kosten, dass manche Haushalte freiwillig das Licht ausmachen. Da ist eine Nummer drauf. Ja, nicht der Versicherungsschein?
Was bedeutet das für Familien wie die Pernitzkis, die heute ein Auto suchen, das sie für viele Jahre fahren wollen? Du, aber wenn du nicht so viel Schäden hast, dann machst du dir einen großen Kopf, aber das ist eine Kleinigkeit. Das ist echt Standard. Für Radek und Shirin heißt das wohl, schon in wenigen Jahren wird das Aufladen eines E-Autos, zumindest zeitweise, ziemlich viel Geld kosten. Jo, bis dann, mach's gut. Ciao. Sie sind weiter auf der Suche, haben noch immer kein neues Auto gefunden. Wenn es beim Strom eng werden könnte, wäre dann nicht ein letzter Diesel die beste Idee? Den hier gibt's ab 37.000 Euro. Den A3 von Audi finden die beiden als Diesel auch noch ganz okay. Dieser Benziner ist eigentlich schon raus. Der Kinderwagen passte nicht rein. Aber der Kaufpreis wäre in Ordnung. Bei 7,4 Liter Spritverbrauch. Aber am besten fürs Klima fänden die Pernitzkis trotz allem ein E-Mobil. Wenn man nicht ständig nach einer freien Ladesäule suchen müsste. Ginge das Laden nicht auch zu Hause? Eine sogenannte Wallbox zum Laden in der Garage. Das würde der Vermieter den Pernitzkis sogar erlauben. Pernitzki, hallo. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar, wir sind aus Kontern Münchingen und wir suchen nach einer Wallbox für die Tiefgarage. Können Sie mir sagen, wie groß denn da so der Aufwand ist, ganz grob? Nee, ist ein Eigentümer. Das ist also keine Gemeinschaft, aber eine Tiefgarage mit vielen, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie so 20 Parkplätzen. Aber es gibt bisher keinen, der eine Wallbox installiert hat. Wir wären jetzt die Ersten. Ah, Sie machen die Buchhaltung, verstehe, okay. Leider rufen Sie außerhalb unserer telefonischen Geschäftszeiten an. Mittagspause. Die nächste Nummer. Aber kann man das so ungefähr sagen? Also zumindest so eine Hausnummer? Ah, 400, 800 Euro plus die Wallbox, dann wäre ich nicht mal bei 2000 Euro, meinen Sie? 2000 Euro? Quatsch, meint der Nächste. Das wäre nämlich richtig teuer. Dann ist es aber schon was Kompliziertes im Mehrfamilienhaus, gell? Richtig. Also im Mehrfamilienhaus ist sehr kompliziert. Da kommt es auch drauf an, wie alt ist die Anlage, die Zähleranlage auch, muss man da was umbauen? Ist der Hausanschluss überhaupt ausreichend, dass wenn zum Beispiel jetzt mehrere sagen, sie wollen eine Wallbox haben, ist da überhaupt die Last gegeben? Also da kommt es auf mehrere Sachen drauf an. Das muss man auch immer bei den Mehrfamilien auch immer anfragen, beim Netzbetreiber, ob das so überhaupt möglich ist. Klingt schwieriger als erwartet. Wir werden sehen, ob die Pernitzkis zur eigenen Wallbox kommen. Wer zur Miete in einem alten Mehrfamilienhaus wohnt und sich eine Wallbox wünscht, hat schlechte Karten. Nur wenige Kilometer entfernt, die Hochhaussiedlung Lauchau, 490 Wohnungen. Während der gesamten Dreharbeiten haben wir in dieser Siedlung nicht ein einziges E-Auto gesehen. Monika Panek, alleinerziehende Mutter. Einmal die Woche Großeinkauf nach Feierabend. Mit VW-Bus, Baujahr 2000, Dieselmaschine. Die Altenpflegerin zog vor 8 Jahren hierher, nachdem sie ihre Arbeit verloren hatte. Aufgang 30, 4. Stock. Monika Panek ist 63 Jahre alt und eigentlich schon in Rente. Aber das Leben ist teuer, selbst im Lauchau. Also jobbt sie weiter in der Pflege. Auch dafür braucht sie ihr Auto. Die Kinder sind groß und fast alle aus dem Haus. Tobias, der Jüngste, hat eine Behinderung. Der 22-Jährige bleibt bei seiner Mutter. Beide hängen an ihrem alten Dieselbus. Kennen Sie jemanden hier aus der Siedlung, der ein reines E-Auto fährt? Also ich kenne hier niemand, nicht dass ich wüsste. Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Also ich gehe von mir aus. Ich,
kann mir kein E-Auto leisten, die sind mir A zu teuer, B sind sie mir nicht zuverlässig genug, wenn ich irgendwo im Stau stehe, dann ist irgendwann der Akku leer, ich kann es nicht laden. Und hier im Lauchau gibt es keine Ladestation. Die einzige Ladestation ist drüben im Lauchecker. Und da sind, glaube ich, zwei Säulen für alle Lauchecker und Lauchau. Und hier gibt es das nicht. Haben Sie davon gehört, dass irgendwie hier in der Tiefgarage irgendjemand schon eine Wallbox hat? Wir haben keine Wallbox, nein. Das hätte ich gehört, nein, das haben wir nicht. Monika Panek und alle ihre Nachbarn hatten in den vergangenen Wochen deutlich höhere Stromrechnungen in den Briefkästen. Die Treppenhäuser der Siedlung sind schon im Energiesparmodus. Aufgang 30, erster Stock, Herr Keskin. Der fährt Diesel. Das ist teuer zum Kaufen. Ja, oder? Da braucht man viel Geld. Was arbeiten Sie denn? Ich bin beim Mercedes. Aber es klingt dann nach einem super Job, oder nicht? Ja, super Job, aber dafür haben wir auch die Abgänge, was uns monatlich da abgeht. Und so viel verdienen wir auch nicht, dass wir Top-Manager sind beim Daimler. Ja, ist alles teuer geworden. Essen, Trinken, wenn man so guckt, Kleidungen, Schuhe. Die Kinder gucken nicht mehr so Deichmann-Schuhe. Die gehen gleich zum Store, 100 Euro, 130 Euro Schuhe. Nike muss sein, Air Max muss sein. Vierter Stock, Frau Finkbeiner hat einen Firmenwagen, Plug-in-Hybrid. Der fährt zum Glück auch ohne Ladesäule. Für mich persönlich ist es so, dass ich Mutter bin von zwei Kindern. Wir fahren auch mal längeren Strecken. Letztes Jahr waren wir in Graz zum Beispiel. Wenn ich da bedenke, mit meinem Elektroauto dahin zu fahren, da muss ich an jeder Tankstelle quasi anhalten, um da voll zu tanken, mit den Kindern warten. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Also für mich würde es jetzt, wenn für längere Strecken nicht in Frage komme. Für die kürzere Strecken finde ich es aber eine gute Sache. Aufgang 28, fünfter Stock. Von E-Mobilen hält Frau Briese gar nichts. Und so fürs Klima, die E-Autos? Das ist keine gute Idee. Fürs Klima. Ich möchte Ihnen euch sagen, wir sind so ein kleines Land Deutschland. Der Chines macht nichts. Der Engländer macht nichts, der Franzose auch nicht, der tut aufrichten mit Atom. Also was will er mir eigentlich mit, wir müssen der Vorzeigeland sein. Das ist idiotisch, wir sind das kleinste Land. Ich finde das nicht gut. Sie überlegen sich, wir sind so und so viele Menschen, wir fahren alle mit E-Autos. Woher soll der Strom kommen, wir sollen sparen? Das ist idiotisch. Machen Sie es gut, Dank. Tschüss. Tschüss. Hochhaussiedlungen wie diese gibt es viele in Stuttgart. Freiberg, Asemwald, Halschlag. Alle aus den 60er und 70er Jahren. Viele tausend Menschen leben so in der Landeshauptstadt. Selbst wenn sie sich ein E-Auto leisten könnten, wo ließe sich das dann laden? Wir haben Thomas Kermes hierher gebeten, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Bad Cannstatt und den technischen Leiter Dietrich Sontheimer. Reingelassen hat uns Herr Duar, der Hausmeister. Wie in den meisten Stuttgarter Tiefgaragen sieht man hier unten nichts. In keiner Ecke auch nur irgendein Zeichen von E-Mobilität und Verkehrswende. Wir haben jetzt die größte Tiefgarage im Bestand, sind knapp 120 Stellplätze. Das heißt, dort reicht die Infrastruktur nicht. Wir müssten also knapp 600 Meter Tiefbau machen, eine Stadtbahn queren, um erstmal eine neue Leitung zuzuführen. Und wenn wir jetzt mal den Tiefbau weglassen, muss man davon ausgehen, dass man so im Bereich von, ich sag mal, 6.000 bis 10.000 Euro pro Stellplatz mit Kosten rechnen muss. Welcher Mieter soll das bezahlen? Wallboxen lohnen sich zumeist nur bei Neubauten. Und selbst bei denen gab es schon Schwierigkeiten. Und da war einfach die Anfrage an Netzbetreiber, was müssen wir machen, um die geplante Tiefgarage mit Elektromobilität auszustatten. Und da wurde uns eben dringend davon abgeraten, mit dem Argument, dass wenn dann dort wirklich tatsächlich jeder Platz belegt ist und ein Elektroauto geladen wird, dass dann eben im Wohngebiet das Licht ausgeht.
geht es auch anders? Weit nördlich von Stuttgart auf Europas größter Neubaustelle. Hier stampft Hamburg ein neues Stadtviertel aus dem Schlick der Elbe, die Hafen City. Ein Quartier für die Wohlhabenden. 9.000 Euro kostet der Quadratmeter Wohneigentum am großen Fluss. Garantiert mit Ladestrom für alle. Dieser Mann sorgt für die Wallboxen der Hafen City. Natürlich kommt er im E-Mobil. Hier gibt es diverse Liegenschaften, wo wir die Elektromobilität mitgeplant und umgesetzt haben. Hier vorne fangen wir an. Das ist ein Objekt, das gehört zwei Baugenossenschaften. Und hier haben wir die Ladeinfrastruktur für, ich glaube, aktuell haben wir so circa 30 Ladepunkte, die ausgestattet sind. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir eine Garage. Dort haben wir rund 70 Wallboxen an die Wand montiert. Dort hinten haben wir von einer anderen Baugenossenschaft auch den Auftrag erhalten, die Ladeinfrastruktur vorzubereiten und auszurüsten. In der Summe hier zwischen Barkenallee und Fersmannstraße haben wir in den letzten 3 Jahren ca. 250 Wallboxen montiert. Und 250 Ladepunkte vorbereitet, in nur 2 Straßen der Hafen City. Jeder Neubau steht hier auf einer Tiefgarage. Und keine Wand, kein Stellplatz bleibt ohne Ladepunkt für E-Autos. Eine Wallbox pro Stellplatz. Das ist die Vorschrift der Hamburger Behörden für die neue Stadt. Was jetzt kommt, hat Herr Badun vermutlich schon vielen Investoren erklärt. Ganz einfach den Ladestecker mit dem Fahrzeug verbinden. Die Ladestation sagt uns schon, RFID-Karte vorhalten. Und der Ladevorgang startet automatisch. Die Wallbox und das Auto kommunizieren, die haben beide einen Controller, handeln das Ladeprotokoll aus und entscheiden dann, welche maximale Ladeleistung möglich ist. Wenn wir den Ladevorgang beenden, müssen wir wieder den Chip davor halten und die Ladestation entkoppelt automatisch den Ladevorgang, sagt dem Fahrzeug, jetzt ist Schluss. Nach Abschluss des Ladevorgangs sagt uns die Station noch, wie lange wir geladen haben, welche Zeit und wie viel Strom wir während dieses Ladevorgangs nachladen konnten. Dort steht es, Ladedauer, wir haben 3 Minuten geladen und während dieses Zeitraums 0,37 Kilowattstunden an Strom nachgeladen. Und Sie wünschen uns eine gute Fahrt. Das Ganze auch noch in 5 Sprachen, wenn es gewünscht wird. Tiefgaragen voller Wallboxen, weil die Stadtplaner es so wollen. Und die wohlhabende Kundschaft es bezahlen kann. In Stuttgart bei den Pernitzkis hat sich die Idee von der eigenen Wallbox zerschlagen. 4.500 Euro soll die kosten, zu teuer. Wenn Radek wirklich vom Benzinsmart auf ein E-Auto umsteigt, müsste die Familie sich auf die wenigen öffentlichen Ladesäulen verlassen. Ja, also du musst halt organisieren. Also du, das ist dann nichts Spontanes. So wie ich fahre jetzt los, tanke kurz, das Ding ist voll, ich fahre weiter. Sondern du musst halt ein bisschen organisieren. Du musst wissen, wenn du ein bisschen Strecke hast, dass du da halt vorher laden musst. Also es ist anders. Was mir halt gut gefällt ist, ist schon, dass es halt es wirkt sauberer. So den Anschein macht es für mich. In den letzten Tagen hatte Radek sich nach Feierabend noch ein paar Autos angesehen. Doch es geht noch immer nur um die eine offene Frage. Verbrenner oder E-Auto? In Korntal-Münchingen fängt man an zu rechnen. Ich würde auch gerne mal durchrechnen, was wir so Verbrauchskosten haben für den Wagen. Unbedingt. Das müssen wir noch mal von vorne anfangen hier. Du hast jetzt nämlich 20 Kilowatt Verbrauch. Das ist aber der Preis, nicht der Verbrauch, den du hingeschrieben hast. Beziehungsweise, ich würde einfach mal, was haben wir denn Kilometer? Also 2000 im Monat? 1500 insgesamt? Ja,
kommt schon hin. Ja? Also gemeinsam. Machen wir gemeinsam mal 2000 Kilometer im Monat, was wir ungefähr fahren. Das ist jetzt schon viel, aber ja, machen wir einfach mal in der Rechnung. 2000? Ja. Klar, wir wissen alle nicht, wo jetzt, sag ich mal, die Benzinpreise sich hin entwickeln und wo nachher die Kilowattstunde bei welchem Preis sie sein wird, wissen wir alle nicht. Spritpreis 1,70 bei einem Verbrauch von, sagen wir mal, 7,5 Liter macht das 12,75 auf 100 Kilometern. Noch wäre Strom ja deutlich günstiger als Sprit. Das läppert sich bei 2000 Kilometern. Das heißt, wir sind bei 342 Euro. Das heißt, wir haben bei den 2000 Kilometern im Monat, sparen wir uns beim Elektroauto 112 Euro zum Diesel. Und also 100 jetzt mal. Und reiner Verbrauch ohne Anschaffung, ohne sonstige Versicherungskosten. Genau. Rein der Verbrauch. Rein der Verbrauch. Okay. Ja. Ich meine, was kosten die Autos? 60.000 kosten die alle, ne? Oder 50? Ich sag mal, ja, so ein sehr schöner Mittelklassewagen, dann wahrscheinlich schon 50.000 aufwärts mit einem Elektroantrieb. Du kriegst natürlich einen Benziner, wenn du so einen VW Tiguan, nee, nicht Tiguan, wie heißt der von? Tiguan gibt es auch, Touareg. Nee, den anderen. Auf jeden Fall gibt es da auch, sage ich mal, Klassen, da kannst du natürlich auch für 30.000, 35.000 Euro ein sehr schönes Auto finden mit viel Platz. Neuwert? Neuwert, ja. Echt? Ein neues Familienauto für 35.000 Euro? Vielleicht mit Grundausstattung und kleinem Verbrennungsmotor. Aber ein E-Auto zu diesem Preis ausgeschlossen. Seit Wochen treten die Pernitzkis bei der Autosuche auf der Stelle. Sportheim TSV Münchingen. Mal hören, was nach Feierabend die Freunde sagen. Verbrenner oder E-Auto? Ersin Kanpulat, der ist Co-Trainer der ersten Frauen beim VfB Stuttgart. Unternehmensberater Ali Reza Momensade hat einen Diesel vor der Tür und setzt heute Abend lieber aus bei den Runden. Unser aktueller Stand ist der, dass wir quasi jetzt momentan nur den Smart haben, der was draußen ist. Mhm. Das Smart ist und wir suchen jetzt quasi nach dem zweiten. Ja. Also okay. Nach dem zweiten oder den geben Smart weg und holen dann nur ein Family Car oder vielleicht holen wir einen dazu. Wie viele Kilometer Reichweite hat dein Auto? Den, wo wir aktuell haben, den Fiat 500, der hat so ca. 150 Kilometer. Okay. Ist ein reiner Stromer? Genau, reines Elektroauto. Wenn du halt auf der Autobahn fährst, so ab 115, 120 nimmt der halt extrem viel Strom und dann kommst du noch so um die 100 Kilometer. Und vor allem im Winter merkt man es halt. Also für die Stadt ist der gut, so ein Auto mit einer geringen Reichweite, weil du fährst ja im Alltag so 5 bis 10 Kilometer in der Stadt im Schnitt, so die Strecken. Aber alles, was dann länger ist, Landstraße, Autobahn, wird dann schwierig. Dann frage ich mich, würde man auch ein Elektroauto kaufen, wenn es diese ganzen anderen Anreize nicht geben würde, wie zum Beispiel der steuerliche Vorteil? Oder dass man in der Stadt überall kostenlos parken kann. Und also wenn es diese Vorzüge nicht gäbe, würde man dann sich trotzdem noch ein Elektroauto anschaffen? Im Schwäbischen glaube ich nicht, aber im Rest von Deutschland ja. Also ich finde, das ist so ein Top. Das ist gut in dem Schwäbischen. Wenn jetzt VW AG sagt, ja, wir stellen jetzt gar keine Automotor mehr her, dann bist du dazu gezwungen. Ich muss gestehen, dass ich, wenn ich das jetzt vergleiche und ich habe jetzt den Sprit, wie der in den Tank reinläuft, und ich sehe diese Schmiere, die da drin reinkommt, dann fühlt sich das schon dreckig an. Ja. Ja. Und dann hast du eine. Und es riecht, genau. Und es riecht vor allem. Und du hast auch so eine Maschine vorne drin, die du anmachen musst, damit was läuft. Das ist halt irgendwie auch nicht die Zukunft. Ich meine, das siehst du schon, wenn du es benutzt. Mit den ganzen Schläuchen, mit dem Öl, Getriebe, alles. Das kann es nicht bleiben. Ja. Aber macht halt schon Spaß, ne? Ja. Der Sound. Der Sound, genau. Weniger als 2% aller deutschen Pkw fahren voll elektrisch. Zu teuer, zu wenig Ladesäulen. Was denkt man in Berlin darüber, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht mitkommen wird bei der E-Mobilität?
Außerhalb Berlins kennen diesen Mann vielleicht nicht viele. Doch Stefan Gelpa ist verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Sein Wort hat Gewicht in der Koalition. Er findet, es gebe ohnehin zu viele Autos in Deutschland. Es ist der Plan, dass zum Schluss keine fossilen Fahrzeuge mehr unterwegs sind. So. Ob jetzt quasi wir statt 48,5 Millionen Verbrenner 48,5 Millionen elektrische PKWs haben, da würde ich sagen, gehen die Meinungen auseinander. Als Bündnisgrüner sage ich, wir sind 84 Millionen Menschen in Deutschland und haben 48,5 Millionen PKWs. Das heißt, alle Deutschen passen auf die Vordersitze, also vom Säugling bis zum Greis auf die Vordersitze der PKWs. Und die andere Geschichte ist, dass wir es dem Auto halt wiederum sehr einfach gemacht haben. Man kann es überall abstellen, der Parkraum ist im Wesentlichen kostenlos. Der Sprit ist eigentlich viel zu billig für das, was er klimafolgentechnisch auslöst. Die Autobahnen werden vom Staat kostenlos hingelegt. Inzwischen, um es mal noch mal brutaler zu machen, es gab früher mehr Spielplätze als Parkplätze. Das ist vollständig verdreht inzwischen. Werden sich also in der e-mobilen Zukunft viele vom eigenen Auto trennen müssen, mangels Strom und Ladekapazitäten? Oder weil sie sich, etwa in Siedlungen wie hier, E-Autos schlicht nicht mehr leisten können? Weit weg vom Berliner Bundestag macht eine schwäbische Familie ihre eigene Verkehrspolitik. Die Penitzkis mit Sohn Leo, noch immer auf Autosuche. Und nur vorübergehend unterwegs mit dem öffentlichen Nahverkehr. Bei diesem Händler waren sie schon mal am Anfang ihrer Recherchen. Zweiter Versuch. Sie haben auch keine Lademöglichkeit zu Hause, eine Wallbox. Also gerade okay. Im Mehrfamilienhaus scheint es einfach ein größerer Invest zu sein. Ja. Und es lohnt sich eigentlich nur dann, wenn auch mehrere Parteien das dann gemeinsam angehen. Also wir hätten bei Kia Fahrzeuge wie jetzt der EV6, hätten wir Fahrzeuge bis zu 520 Kilometer Reichweite. Super. Wenn wir da auch sagen, im Winter, wir haben 400 Kilometer, denke ich, da sind wir wirklich gut dabei. Ladezeit. Super. Beim Schnelllader 18 Minuten. Ernsthaft? Ernsthaft. Ja, 18 Minuten? 18 Minuten bei optimalen Bedingungen. Das ist toll. Das macht es für den Alltag tauglich. Schneller Halt an der Raststätte, Viertelstunde Pause mit der Familie und das Auto ist schon wieder gut geladen. Ja, das hört sich gut an. Also das wird man auf jeden Fall mal anschauen wollen. Ne? Genau. Das ist unser E-Fahrzeug. Sieht so sportlich aus, Wahnsinn. Der sieht wirklich mega sportlich aus. So angeblich mega sportlich sehen E-Autos für die Familie heute aus. Mehr als 2 Tonnen schwer, fast 5 Meter lang. Leos Kinderwagen passt rein, aber eigentlich deutlich teurer, als die Familie geplant hatte. Passt. Und wie viele Kilowattstunden hat er im Durchschnitt? Circa 18 Kilowattstunden ist er angegeben. Super. Gehen wir natürlich jetzt bei der Witterung von 20 aus. Aha, so. Aber es kommt natürlich immer auf die Fahrweise an. Ja. Der eine fährt mit 18 Kilowattstunden, der andere fährt und braucht 22, 23, 24 ja. Kilowattstunden. Klar. Da kommt es wirklich beim E-Fahrzeug auch. In welchen Geschwindigkeitsbereichen ich so ein Fahrzeug bewege. Das ist eine Option. Ich finde den vom Platzangebot super. Und es, irgendwie hat es was vom Platzangebot wie ein Kombi, aber es ist keiner. Ja. Wenn man in 18 Minuten aufladen kann, dann ist es auch im Alltag nicht, nicht störend. Ja. Genau. Super. Klasse, dann. Vielen Dank erstmal. Es läuft gut für den Verkaufsleiter. Die nächste Probefahrt. Es ist von der EU letztendlich nur eine Richtung vorgegeben und es geht halt auf E-Fahrzeug. Und da haben wir auch als Autohändler gar keine andere Möglichkeit, wie letztendlich am Kunde auch einfach die E-Mobilität ein bisschen nahe zu bringen. Das E-Fahrzeug muss definitiv auch für die breite Masse interessant werden. Momentan sind wir dann natürlich schon noch von den Leasingraten in Regionen, wo sich nicht jeder ein E-Fahrzeug leisten kann.
wie ist das erste Gefühl? Voll gut. Oh, das Lenkrad fühlt sich voll wertig an. Ja, da kommt gut vom Fleck, ne? Guck mal. Wow. Super. Die Beschleunigung ist echt heftig. Okay, stopp. Nice. Tipptopp. Also dann haben wir den Kinderwagen drin. Maxi Cosi war natürlich auch problemfrei. Wir haben Platz hier drin. Wir haben eine schöne Ausstattung und es ist einfach so schön ruhig. Das Elektrofahren ist... Ist das Ihr neues Auto? 53.000 Euro soll das E-Mobil kosten. Sehr viel Geld. Ich finde auch diesen Platz hier einfach überragend. Zu viel Geld in der Hochhaussiedlung. Habe gute Erfahrungen gehabt und auch schlechte Erfahrungen. Monika Panek, die Frau mit dem alten Dieselbus, hat nach Feierabend ihre Nachbarn angerufen. Die Leute vom Fernsehen seien schon wieder da wegen dieser E-Mobilität. Viele fragen mich, warum fährst du so ein altes Auto und kauf dir doch ein kleineres oder dann ein E-Auto. Und ich sage, nee, also bin alleinerziehend, ich kann das nicht. Ja. Und außerdem wissen wir einfach, was wir dran haben. Eben, warum soll ich ihn wegtun, wenn er noch fährt? Das ist gewollt, dass wir praktisch unsere Verbrennungsmotoren ausrangieren, diese E-Fahrzeuge kaufen oder mieten. Also mit den E-Autos, ich weiß nicht. Also ich würde, so alt ich werde, kein E-Auto kaufen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Okay, wenn aber das Autofahren immer teurer wird. Das muss trotzdem funktionieren. Da verzichtet man auf andere Sachen. Das muss funktionieren. Das Auto muss laufen und das muss funktionieren. Monika Panek und ihre Nachbarn sagen, was die meisten denken. Laut einer aktuellen Studie der Akademie für Technikwissenschaften halten 3/4 aller Deutschen ihr Auto für unverzichtbar. Aber nicht einmal 1/4 von ihnen glaubt, dass E-Autos eine gute Idee sind. Doch eine Familie hat sich für die Verkehrswende entschieden. Die Pernitzkis kaufen ein E-Auto. So eins soll es sein. Für die 6.000 Euro mehr haben wir hier diese Ausstattungen schon in der Serie. So Sachen wie jetzt ein adaptives Licht. Mhm. Mit einem Head-Up-Display, mit der Rundum-Kamera, das wird ganz gern dazu genommen. Mhm. Hier die 1.790, wir können ein Soundpaket dazu wählen. Ich glaube, vielleicht dann brauchen wir das Head-Up-Display? Also wegen mir nicht. Mhm. Trotz staatlicher Förderung kostet das E-Auto im Leasing deutlich mehr als der vergleichbare Verbrenner. Also 48 Monate 20.000 Kilometer bei unserem E-Fahrzeug. 614 zu 523 quasi. Genau, so würde ich. Genau. Also können wir ganz grob immer sagen, es sind 100 Euro. Also Unterschied zwischen Benziner und dem E-Fahrzeug. Wenn man hier natürlich wieder rechnet, bei den 20.000 Kilometern von der Kosten her, von der Benzinkosten, Stromkosten, können wir das natürlich schon letztendlich wieder reinfahren. Ja. Bei 20.000 Kilometern pro Jahr. Also ich würde die 4-Jahre-Variante nehmen. Ja. Leasingrate, Stromkosten, Versicherung und Inspektion. Macht zusammen knapp 1.000 Euro im Monat. Würde ich bitte ein Autogramm bekommen. Cool, ne? Ja, freuen wir uns. Einen Haken hat die Sache allerdings. Und die reguläre Lieferzeit ungefähr? Leider gibt es momentan, wie wir schon drüber gesprochen haben, keine Angaben von Hersteller. Mhm. Wenn ich mal eine grobe Lieferzeit nennen müsste, wären es circa 12 Monate. Die Pernitzkis haben sich begeistern lassen von einem E-Mobil, das sie sich leisten können. Doch das neue Auto werden sie wohl zum ersten Mal fahren, wenn Leo schon lange laufen kann. Der Autoindustrie fehlen Chips aus Taiwan und Kabelbäume aus der Ukraine. Die fehlen auch.